Mit Pipette, Lupe, Fernglas und Mikroskop sind seit April die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte unterm Regenbogen am Apertief unterwegs. Hintergrund ist ein Forschungsprojekt, bei dem sie sich intensiv mit der Natur in der Nachbarschaft beschäftigen. Es ist eines der fortlaufenden Angebote der Kita, die 2014 im lokalen Netzwerk der Stiftung Haus der kleinen Forscher als Forschereinrichtung zertifiziert wurde. Was sie bei diesem noch bis Ende des Monats dauernden altersübergreifenden Projekt erfahren, gelernt und erforscht haben, das soll am 28. Juni bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert werden.